Ja, Laura Freigang, gerade nach dieser druckvollen Phase ganz am Ende des FC Bayern sind Sie wahrscheinlich zufrieden mit dem Punkt. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Wenn man uns vorher fragt, natürlich wollten wir Punkte mitnehmen, jetzt ist es einer geworden. Ich denke, nach dem Spielverlauf ist es völlig in Ordnung. Man hatte am Anfang den Eindruck, Sie waren ein bisschen müde, natürlich auch ein anstrengendes Champions-League-Spiel in den Beinen gehabt. War das ein Faktor? Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Ich glaube, Bayern hat im Aufbau einfach sehr, sehr gut gemacht und wir mussten heute viel laufen. Ich glaube, ob wir jetzt am Mittwoch gespielt hätten oder nicht, macht da keinen großen Unterschied. Sie hat heute gut gemacht, aber ich finde, wir haben wenige Chancen und 16er zugelassen. Insofern war das irgendwie heute ein klassisches 0-0. Und wie war es mit der Atmosphäre hier in der Allianz Arena? Das war ja in der Bundesliga-Premiere. Ja, also ich glaube, als Spielerin ist es einer der großen Träume, hier mal zu spielen. Es ist ein besonderes Stadion, es ist eine besondere Tradition. Allein wenn man schon hier hinfährt und man sieht die Arena, dann ist es ein besonderes Gefühl und wir haben es auf jeden Fall heute genossen. Und hoffentlich kommen wir irgendwann mal wieder. Dann alles Gute, Dankeschön.